So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Saint. Ja. Schon wieder eine Weile her, ne? Die Zeit verrennt immer. Aber Leute, ich möchte euch eins sagen. Seid mir da nicht böse, wenn ich euch erzähle. Wenn ihr schreibt bei YouTube, wann kommt denn die nächste Folge raus, bla bla bla. Ja, ich bin leider noch nicht so weit, dass YouTube mich ernähren kann. Deswegen muss ich arbeiten gehen und folgedessen wird es ab und an mal ein bisschen knapper mit den Folgen. Das müsst ihr verstehen. Ne? So, ehrlich gesagt, ja, das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage und ich habe auch keinen Bock mehr, das zu sagen. Also, los geht's. Hannah. Hey, Tomsi. Hab gerade mit Mama telefoniert. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Und mir erst. Jetzt muss sie nur noch die OP gut überstehen. Papa ist auch überglücklich. Ich hatte solche Angst um Mama. Ich könnte weinen, so erleichtert bin ich. Ja, dann mach das doch. Ja, lass raus. Ne? Genau. Jetzt muss ich nur noch eine Mitbewohnerin finden, die nicht wahnsinnig ist. Apropos. Hau raus. Carina hat mir angeboten, vorerst bei ihr zu bleiben, bis ich eine neue Bleibe gefunden habe. Ja, das ist ein guter Plan, oder? Finde ich auch. Finde ich sehr gut, finde ich ja. Morgen hole ich noch meine Sachen aus der WG. Und dann ist Tina auch endlich für immer Geschichte. Aber lass dich dann nicht wieder von ihr einlullen. Soll ich als Unterstützung mitkommen? Wäre es nicht besser, deine Sachen abholen zu lassen? Lieb von dir, aber ist nicht nötig. Tina ist morgen den ganzen Tag unterwegs. Arzttermine oder so. Ja, ja, hat sie auch bitter nötig, Arzttermine. Das hatte sie mir vorgestern erzählt. Ich gehe nur rein, hol die Sachen und dann werde ich hoffentlich nie wieder etwas von dieser Ehren hören. Soll die lieben Grüße von Carina ausrichten. Ja, das ist nett. Das ist danke. Ja. Ich habe sie zum Essen eingeladen als Dankeschön, dass ich bei ihr wohnen darf. Bei ihr zu Hause zum Essen eingeladen. Pizza bestellt, wa? Oder hey, ich nehme mal kurz deine Bude auseinander. Oh, wenn man von Teufel spricht, unser Essen kommt. Hahaha. Bestellt. Burgerchen, Burgerchen. Essen kommt und schon direkt gleich ausgepackt. Vegan Junkfood. Alter, hallo? Nee, bei so einem Burger muss es richtig schönes, saftiges Stück Fleisch sein. Mit Bacon obendrauf und Käse. Viel Käse. Okay, sieht lecker aus. Vegan Burger. Hey, das schmeckt echt lecker. Nee, Kaninchen essen. Melde mich. Okay. Da war mir Oral King lieber beim letzten Mal, ne? Organparty. Da bin ich wieder. Helmut ist tatsächlich bereit, uns zu helfen. Ich füge ihn jetzt der Gruppe hinzu. Klasse gemacht, Henry. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich mach's kurz. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um die Wahrheit zu erkennen. Mir ist bewusst, dass ich Ihnen die ganze Zeit Unrecht angetan habe. Aber jetzt lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Wir werden Ihnen helfen. Danke, Helmut. Wir wissen alle, dass du sehr zu schätzen. Ich habe Helmut auch schon über alles informiert. Wie gehen Sie weiter vor? Sie müssen schnell handeln, Herr Strasser, bitte. Ich beordere sofort alle verfügbaren Kräfte und leite eine Vermisstenfahndung ein.
Meine Kollegen werden mittels Handyortung versuchen, ihren Aufenthaltsort schnellstmöglich zu bestimmen. Dazu bekommen sie Unterstützung von Netztreiber. Ich halte sie natürlich auf den Laufenden. Okay. Vielen Dank, Herr Strasser. Wir zählen auf Sie, Herr Strasser. Bitte retten Sie Chiara. Blum, unbekannt. Was? Wer ist denn das? Wer anderen die Freiheit nehmen möchte, verdient sie nicht für sich selbst. Vermisst Cedric seine Chiara schon so sehr? Forever, bist du das? Dr. Tiefenbrunner? Was willst du von mir? Du mieses Schwein. Wer ist das? Wer wird denn gleich ausfallend werden? Ja, ich, ne? Ja. Hat dir deine Mutti keine Manieren beigebracht? Hör jetzt genau zu. Wieso hat er meine Nummer? Woher? Sollte die nicht aufhören, nach mir zu suchen, wird Chiara sterben. Es liegt an euch. Ich weiß alles. Ich sehe alles. Ich höre alles. Großmutter, bist du das? Ja, bitte lass sie gehen. Ich tue alles, was du willst. Wenn du ihr auch nur ein Haar krümmst, mache ich dich fertig. Wir sind kämpferisch. Mhm. Genau. Hallo, Mikrofon. Beten leiser mal machen, hier. So. Ja. Hüte deine Zunge, du bist nicht in der Position, mir zu drohen. Wer könnte er bloß sein, ne? Ich kann mir tatsächlich Strasser vorstellen. Jetzt hat er ja alle Nummern aus der Gruppe. Er wurde hinzugefügt und auf einmal kriegen wir solche Nachrichten. Das kann nur Strasser sein. Nur eine falsche Entscheidung von euch und ich werde sie töten. Das kann nur Strasser sein. Also meiner Meinung nach. Weil jetzt hat er alle Nummern. Warum sollte er uns jetzt schreiben, nachdem Strasser bei uns in die Gruppe zugefügt worden ist? Jetzt hat er alle Nummern, die in der Gruppe sind und natürlich auch in unsere. Und kann uns dann jetzt als unbekannt mit einem Prepaid-Handy oder so und solche Nachrichten schicken. Mhm. Ich würde, glaube ich, gar nicht mehr in die Gruppe schreiben. Ihr werdet nicht glauben, der Entführer hat mich kontaktiert. Also es scheint die Entführung uns tatsächlich zu kennen. Dieser Schweinehund macht sich lustig über mich. Wie furchtbar. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Tomji, denkst du, es hat einen Grund, dass er speziell dich angeschrieben hat? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich befürchte es. Und das macht mir scheiße Angst. Glaube ich nicht. Ich war wohl einfach nur der Nächste auf seiner Liste. Das glaube ich nämlich auch nicht. Wir ermitteln alle genauso wie jeder andere auch. Deswegen, war es, glaube ich, zufällig. Helmut, wie lautet deine Einschätzungen? Dass er gezielt Tomji kontaktiert hat, schließt sich schon fast aus. Ich denke, es ging ihm nur darum, seine Warnung auszusprechen. Dennoch hat der Entführer einen fatalen Fehler begangen. Er ist mit uns in Kontakt getreten. Ja, aber warum soll er sich selber auf die Fährte locken, ne? Wenn er selber war jetzt? Er scheint, als hätte sie bei ihren Detektivspielereien tatsächlich im Wespennest gestochen. Soll heißen... Sie haben wohl... an irgendeinem Punkt ihrer Untersuchung die Aufmerksamkeit des Killers auf sich gezogen. Ergo haben sie irgendetwas gefunden, das uns tatsächlich zu ihm führen kann. Ich führe das mal fort. Der Prof ist schon lange nicht mehr da, ne? Der Killer weiß, dass wir ihm auf der Spur sind. Der Prof war schon lange nicht mehr da, ne? Fällt mir so mal auf gerade.
Ein Entführungsversuch bedeutet ein großes Risiko für uns, unseren Killer. Und dann hat er Tomji kontaktiert. Ein weiteres Risiko, das er akzeptiert hat. Also sind wir sehr nah dran. Er fühlt sich in die Ecke gedrängt. Anders kann ich mir diese Risikobereitschaft nicht erklären. Vollkommen richtig, Henry. Willst du nicht doch zurückkommen? Wir bräuchten jemanden wie dich. Haben die bei der Polizei irgendwelche Personalsorgen? Schmeichelhaft, aber mit dem Kapitel habe ich abgeschlossen. Könnt ihr bitte zum Punkt kommen? Wie hilft es uns jetzt, Chiara zu befreien? Ja, wie hilft uns das? Sie müssen in der Lage sein, sich in die Denkweise des Killers zu versetzen. Ja. Ja, wenn wir nicht verstehen, wie er denkt, ist er uns immer einen Schritt voraus. Ich habe folgenden Vorschlag. Dann schlag mal vor. Der normale Dienstweg wäre jetzt, das Handy von Tomji zu beschlagnahmen. Hat? Mein IT-Experte würde dann versuchen, die Nachricht des Unbekannten zurückzuverfolgen. Das wäre ein riesiger Bürokratieakt, meine Güte, und kostet unglaublich viel Zeit. Gehen wir doch mal probieren wir es mal aus, riskieren wir was. Durch Henry habe ich jedoch erfahren, dass sich ein Hacker unter euch befindet. Aha, Henry, die alte Plaudertasche. Ich werde nun mein Handy für eine Zeit zur Seite legen. Offiziell bekomme ich also nicht mit, was ihr jetzt tun werdet. Aber ich gebe euch kurz einen Tipp. Naja, mal gucken. Wolf kommt jetzt, ja. Na, dann lass uns zur Tat schreiten, Tomji. Anscheinend war unser Unbekannter nicht bewusst, dass Tomji die Nachricht zurückverfolgen kann. Diese Dummheit wird er noch bereuen. Sobald ich die ID habe, sollte es eine Leichtigkeit sein, das Handy zu orten. Und zack. Ich weiß gar nicht, wie viel Pixel ich überhaupt noch habe. Ich hoffe noch genug, um das Spiel zu Ende zu bringen. Es gibt gute Nachrichten, eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute, Wolf. Schlechte hatten wir genügend. Dann lass uns zuerst mal die schlechten hinter uns bringen. Ja. Unser Unbekannter nutzt ein Handy ohne SIM. Wie ist das möglich? Ein Satellitentelefon. Die Nachricht an Tomji wurde über WLAN verschickt, oder so halt. Eine GPS-Ordnung ist somit unmöglich. Fuck, wenn wir das Handy nicht orten können, war's das. Nicht ganz. Ich konnte auf den Inhalt des Handys zugreifen. So wie es aussieht, hat er sich das Handy erst vor kurzem zugelegt. Es war jedoch zwei Videoaufnahmen in seiner Fotogalerie. Oh-oh. Oh. Aha, naja, gut. Das ist die Tiefgarage zu Chiaras Wohnung. Und schicke Garage hat die, ne? Zum Hochfahren, ne? So, dann können da mehrere Leute unterwegs dingsen. Dieser Wichser muss das kurz aufgenommen haben, kurz bevor sie entführt hat. Genau so in der Richtung. Aber wieso filmt der Chiara kurz vor der Tat? Aber was bezweckt der Mörder nur mit Entführung? Verdammt, das könnte wirklich jeder gewesen sein. Nein, nein. Die Drohung, die er Tomji geschickt hat, war eindeutig. Er nutzt Chiara als Druckmittel, damit wir uns Nachforschungen einstellen. Was ist hier da auf dem zweiten Video zu sehen? Man sieht leider nur, wie Chiara nach Hause kommt.
Die wohnen in der Nähe vom Flughafen. Haus am Flughafen. Echt schwierig, ne? Sehr laut. Aber wir haben ja auch Jagel und Flughafen, Krankenhaus hier. Oh Gott, das ist der Eingang zu meiner Wohnung. Was? Ist das so? Das war gestern nach dem Verhör, als sie zu mir kamen. Oh. Dieser Dreckskerl muss heute Morgen auf sie gewartet haben und ihr gefolgt sein. Dann weiß der Mörder jetzt auch, wo du wohnst, Cedric. Also hat der Entführer Chiara schon länger beobachtet. Konntest du sonst noch irgendetwas auf dem Handy finden, Wolf? Leider nicht, aber schaut euch mal an, wie er die beiden Videos benannt hat. Letzte Warnung, ich sehe alles. Der Entführer scheint gar nicht so dumm zu sein, wie ich dachte. Er ahnt wohl, dass wir auf sein Handy zugreifen werden. Wie konnte er das denn nur wissen? Dann will er uns also damit drohen. Nichts sagen. Tja, so wie Wolf schon vermutet hat, der Entführer ist tatsächlich unter uns. Der Verdacht, dass der Mörder uns alle kennt, scheint sich immer mehr zu verdichten. Leider war es das auch schon. Mehr konnte ich auf dem Handy nicht finden. Prima, dann hilft uns das also auch nicht weiter. Nicht so voreilig, meine Herren. Unser Entführer ist nur ein Mensch. Und Menschen machen Fehler. Richtig, Henry. Ich werde die beiden Videos sofort zu näheren Untersuchungen an mein Team weiterleiten. Ja, aber gut, aber wenn Henry Strasser uns wirklich, oder Helmut Strasser uns wirklich so weiterhilft, dann, schwierig. Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Doch, ich glaube Strasser. Nein, doch, nein, aber um von sich abzulenken, ne? Ja. Helmut, was ist mit den Sicherheitskameras? Die meisten Tiefgaragen sind doch heutzutage damit ausgestattet. Guter Einwand, Henry. Werde ich gleich überprüfen. Ihr habt ein bisschen was von zwei Ermittlern, wie man sie aus dem Fernseher kennt. Ich habe einen Slogan für euch zwei. H und H, wir lösen jeden Fall. Ha, ha, ha. H und H? Ach du Moins, wegen Henry und Helmut. Genau, Elke, deswegen. Ich merke, es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich mehr weiß. Verdammt, Chiara hat das alles nicht verdient. Sie ist ein unglaublich toller Mensch. Na, dass er das sagt, ist kein Wunder. Ich werde alles tun, um sie da rauszuholen. Oha, Dr. Leitner. Sowas Dr. Leitner von uns will, liebe Kinderchen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Und diesmal wird es nicht wieder eine Woche dauern, bis das nächste Video rauskommt. Also bis zum nächsten Mal, Kinderchen. Und bis dahin, ciao.